Der größte Overcome-Moment für mich war die schwierige Anfangszeit hier beim FC Bayern München, weil ich mir das einfach alles ganz anders vorgestellt habe und ich dann einfach unglücklich war. Mein Name ist Lina Magull, ich spiele beim FC Bayern München und ich spreche heute über meine Overcome-Momente. Also ich habe schon sehr früh angefangen, Fußball zu spielen, überwiegend natürlich nur mit Jungs, weil in meiner Umgebung gab es nicht viele Mädels, die auch Fußball begeistert waren. Ich durfte mich da schon im jungen Alter einfach auf einem guten Niveau durchsetzen gegen Jungs. Und ich glaube, das hat mir in meiner Entwicklung auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen. Ich bin sehr früh schon von zu Hause ausgezogen, auf ein Mädchenfußballinternat in Kaisau. Das war sicherlich kein einfacher Schritt für mich, weil ich schon einen sehr engen Bezug vor allem zu meiner Mama und meinem Bruder habe. Hatte dann aber in meinem Kopf schon die Fußballkarriere an erster Stelle. Aber ob ich das in meinem zweiten Leben noch mal so machen würde, bezweifle ich, weil es halt schon echt für so ein kleines Kind dann eine harte Zeit war. Ja, mein größter Overcome-Moment war, glaube ich, definitiv der Wechsel zum FC Bayern München, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich gerade komplett mit meinem ganzen Leben nicht zufrieden und hatte Angst, dass ich irgendwie den falschen Schritt gegangen bin. Hab dann einfach mal geschaut, was neben dem Fußball eigentlich noch so bei mir los ist, und da war eigentlich alles mega gut. Und ich glaube, das ist einfach so über die Jahre mein Overcome-Moment, dass man sich nicht nur auf eine Sache fokussieren sollte und sich vor allem nicht nur als Fußballerin definieren sollte. Mir ist es sehr wichtig, auch in der Öffentlichkeit über den Frauenfußball zu sprechen. Wir wollen einfach als Fußballerin aufzeigen, wie stark sich unser Spiel verbessert hat, welche positiven Werte wir auch einfach vermitteln. Das Wichtigste ist einfach, dass wir viele Unterstützer haben, vor allem eben auch medial in der Berichterstattung. Das Motto ziehe ich jetzt eigentlich schon viele Jahre so mit mir mit. Nimm jede Herausforderung für dich und dein Umfeld an, weil ich einfach weiß, dass man als Mensch irgendwie viele kleine Probleme jeden Tag so mit sich schleppt, auch wenn sie eigentlich gar nicht so schlimm sind, aber für einen persönlich fühlt es sich halt so an. Und ich versuche das einfach nicht als Problem anzusehen, sondern als Herausforderung.